Guten Morgen. Ich bin gerade, habe gerade eingekauft bei Lidl. Da vorne. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen spazieren. Ich habe mir jetzt eine Route ausgesucht, einmal auf dem kleinen See rum und dann auf dem Berg. Hügel, wie auch immer. Mal gucken. Vielleicht gehe ich auch einen ganz anderen Weg. Je nachdem. Kreisverkehr in der Mitte im Teich. Olivenbäume. Und ein Fischreiher, der sich die ganze Zeit anguckt. Cool. Aber ich habe meinen Weg verlassen. Hier muss ich nicht her. Hier ist wieder so ein kleiner Kanal. Ich muss gleich rechts rum. Auch jetzt sind schon jede Menge Fahrradgeschäfte offen, wo man sich Fahrräder ausleihen kann. Wenn ich hier ein bisschen länger wäre, wäre wahrscheinlich auch was für mich. Wenn ich hier länger wäre. Aber ich bleibe hier nur bis Sonntag. Deswegen jetzt nur ein kleiner Spaziergang. Wir wollen ja morgen noch fit sein. Der kleine Spaziergang wird dann wahrscheinlich 15, 16 Kilometer. Na, ich denke mal, den See müssen wir erst wieder herrichten. Würde ich behaupten. Das Ding, ja. Sieht mir noch ein bisschen wenig Wasser aus. Also ich denke, im Sommer wird es hier bestimmt schön aussehen. Es ist richtig rum. Ich habe jetzt einen richtig tollen Ausblick auf die Grütze da unten, aber ich meine eigentlich den Berg hinter mir. Hier sind auch viele am Palmenstutzen. Das ist schon cool. Schon ein komplett anderes Weltbild mit den Palmen, dem Wetter und mir wird gerade warm. Dafür, dass es halt gerade eben noch geregnet hat, ich die Regenjacke jetzt im Rucksack habe. Hier haben die Bungalows jedes Mal einen Pool. Naja, Mini-Pool. Aber zumindest was zum drin planschen für Kinder. Manche Bungalows sind auch schon in Benutzung. Das haut die von mir ab. Ne? Was ein Träumchen. Geil. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Hey. Das ist doch mal ein Ausflug zum Träumen, oder? Ja gut, jetzt sieht man gerade nichts, aber dahinter der Berg. Also hier wechselt das Wetter wohl sehr schnell. Hier sind sehr viele Pinienbäume. Palmen, Oliven. Gerade im Moment strahlend blauer Himmel.
Nee, was ist das cool? Heute Abend gehe ich noch ein bisschen am Strand spazieren. Ich versuche eine Langzeitbelichtung mit meiner Kamera. So, denn wir sind auf dem Wanderweg Puig de Sant Martí. Das ist der Berg. Aussichtspunkt. Und jetzt geht es 150 Meter nach oben. Yay. Ich habe erst 6 Kilometer. Und mir kommt es vor, als wenn ich schon irgendwie, keine Ahnung, 15 oder 20 hätte. Irgendwie sind hier auch andere Luftverhältnisse als zu Hause. Klar, wir sind auf der Insel. Drumherum ist Wasser. Und mit Schwung an der Kamera vorbei. Da geht der Weg hoch. Ist das nicht geil? Ich habe hier gerade wild lebende Ziegen vor mir, die so ein bisschen klettern. Ich bin gleich an den drei Artern. Juhu! Und dann geht es den gleichen Weg da wieder runter. So, bis jetzt noch nicht einmal das Mikro ausgehabt. Ist jetzt ungefähr auf der Hälfte. Leute, guckt euch mal den Ausblick an. Das ist doch mal cool. Okay. Jetzt habe ich irgendwie die blöde Palme vor. Ein Baum. Aber naja. Trotzdem cool. Ja, es zieht ein bisschen zu, aber das ist schon echt der Wahnsinn. Genial. Das lohnt sich die Strapazen. Spinnenasseln. So, jetzt runter hier von dem Felsen. Ui. Träum. Ganz so viele Hotels. Ist das nicht schön? Das ist doch echt der Hammer. Und da geht es noch irgendwie hoch. Mal gucken. Der andere war mit dem Fernglas ist weg.
Okay, jetzt will ich eine andere Flasche Wasser rausholen. Ein paar Enten, ne? Ah, ist so cool. Ein Ausblick auf die andere Seite wahrscheinlich gleich. Komm da raus zur Kamera. Wow. Hammergeil. So, Lille. Ich habe gerade meinen ersten Cage gemacht auf der Insel. Bin hier oben bei den Türmen und wechsle jetzt erstmal meine Wasserflasche. Drehen wir nochmal die Aussicht. Hier ist ein Startplatz für Paraglider. Da vorne ist die eigentliche Altstadt Alcudia. Und da ist halt Puerto Alcudia. Ist das nicht schön? Wow. Also von hier fliegen sie wahrscheinlich ab. Aber Hammer Aussicht. Nur sollte ich mal gucken, dass ich langsam mal wieder runterkomme. Akku ist gewechselt. Ich habe dann gerade auch ein bisschen was getrunken. So, Tasche habe ich, das habe ich. Müsste eigentlich wieder alles haben. Da habe ich einen kleinen Ausschlag. So, jetzt geht es wieder ab nach unten. Ich mache jetzt mal eine Timelapse. Hi ho, hi ho, da sind wir alle froh. La 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 la. Da hinten müssen wir her. Ui. Ich habe die Mikrofone aktuell dauermäßig an. Dauerhaft. Und auf der Anzeige sieht es aus, als wenn es gerade noch nicht mehr die Hälfte wäre vom Akku. So, jo. Aber ich denke mal, dass ich den morgen während des Marsches dann doch ein bisschen ausmachen werde. Das ist geil. Ist das schön oder ist das schön? Gibt es so einen kleinen Lost Place? Ich würde sagen, eine Wallanlage. Keine Ahnung. Ist da unten sehr aus wie eine Kanalisation? Gehen wir mal drum rum. Pipi-Tücher. Ah ja. Vor allem eine Cola-Dose. Cool gemacht.
Routen, bla bla bla, ja, schon klar. Ich bin jetzt schon auf den Spuren von morgen. Guck mal, Alko, die hatte so eine Kackrolle. Sachen gibt's. Da oben war ich drauf. So, mittlerweile bin ich ein bisschen müde. So wie so. Ich bin jetzt fast am Ende der Tour. Das Alcudia Garden liegt schon vor mir. Ich muss gleich nur rechts ins Tor rein, dann bin ich da. Es war eine sehr schöne Tour. Richtig schöne Aussicht gehabt. Es war definitiv anstrengend. Aber es hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein paar Pokémons gefangen. Zwei Catches gefunden. Am Strand spazieren gegangen. Einen Ausschlag bekommen. Und dann lade ich den Krimskrams gleich erstmal wieder auf. Weil wir wollen ja morgen früh einen vollen Akku haben. Also mittlerweile wird es auch wieder frisch. Vor mir ist jetzt der Palmgarten. Okay, da muss der Alkoholikergarten dann noch ein bisschen weiter. Dauert dann wohl doch noch ein bisschen. Aber gut. Achso, jetzt bin ich hier bei dem Geschäft. Ich habe schon 17 Kilometer. Wie gesagt, mega entspannt gewesen heute. Das ist jetzt das Alkoholikergarten. Da ist ein Pfeil für morgen Abend. Ja, dann. Kann nichts mehr schief gehen. Ciao, ciao. Ich würde sagen, bis morgen. Es sei mir, fällt noch irgendeine Dummheit ein. Ciao, ciao.